Moin, ja, ich bin auch mal wieder unterwegs. Das heißt auch mal wieder, die letzten Wochen war ich immer unterwegs. Schöne Touren gemacht, aber ich habe die Kamera halt nicht mitgenommen. Da war mir irgendwie die letzten Wochen nicht danach. Aber heute mal wieder an diesem schönen Tag hier werde ich euch mal wieder mitnehmen. Und zwar stehe ich hier in Kappeln, ja, an der Schlei. Einige kennen es bestimmt. Wunderschön gelegen. Oh, und dieses Wetter, oh, heute ist richtig toll, schon halb Frühling. Leider noch etwas frisch. Und der Ostwind ist doch etwas stärker, aber trotzdem mache ich natürlich eine Tour und will euch heute mitnehmen. Ja, die Eckpunkte sind so heute Olpenitz bis nach Damp an der Ostseeküste, dann geht es weiter im Landesinneren und dann rüber hier wieder an die Schlei nach Sisebü, dann kommt Arnis und dann bin ich wieder hier. Das sind so 53 Kilometer. Für mich nicht so viel, für andere vielleicht mehr, aber bei diesem Wind ist es doch bestimmt ein bisschen anstrengender heute. Deswegen mache ich heute auch nicht so lang. Aber ich nehme euch immer wieder mit an dieser tollen Ecke hier oben im Norden. Und ja, ich hoffe, schöne Bilder zu machen. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Wenige Kilometer gefahren und bin schon gleich an einem schönen Plätzchen wieder hier angekommen. Ich bin hier noch an der Schlei. Ja, hier hinter mir ist der Eldenberger Holz, der Wald. Ja, und hier bin ich an so einer kleinen Landzunge in die Schlei hinein. Da drüben ist Rabelsund. Ja, sehr eng hier. Nur wenige hundert Meter breit, aber da geht es etwas offener zu. Da wird sie wieder ein bisschen größer und breiter. Da drüben ist Marsholm, ganz da hinten. Wo die Bäume sind, da kann man auf der GoPro wahrscheinlich nicht erkennen. Ja, da sind die, ist Schleimünde, dahinter ist die offene Ostsee. Ja, ist ein richtig schönes Plätzchen im Sommer, schönes Badeplätzchen. Ja, aber ich schätze mal, das kennen die Einwohner hier auch schon. Und dann wird es auch ein bisschen bevölkerter sein. Ich bin hier im Moment ganz alleine, aber wow, ein echt tolles Plätzchen hier. Aber so welche schöne Plätze kommen heute noch ganz schön viele. Oh, da freue ich mich drauf, auch wenn ich die meisten eigentlich schon kenne, aber wenn man immer wieder mal hier vorbeiguckt, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, dass ich hier war. Ja, es ist immer wieder toll, das zu sehen, wie toll man das doch hat. Naja, jetzt geht's weiter, oh, da hinten kann man nur so ein paar Häuschen sehen, Richtung Olpenitz. Sind ja ein paar Kilometer, 4, 5, dann bin ich schon wieder da, am nächsten Highlight. Jetzt bin ich hier im Olpenitz angekommen. Da hinten ist ein Campingplatz. Ja, zurzeit noch keine Saison, aber die fängt bald an. Ja, schönes Plätzchen hier. Da hinten ist Schleimünde zu sehen, der kleine Leuchtturm. Da geht es aufs offene Meer. Und was man jetzt auch gut sieht, ist das Ostseeresort Olpenitz. Ein Urlauberparadies inzwischen. Ja, das war mal ein Militärstützpunkt und wurde jetzt mit ganz, ganz vielen Ferienhäusern bebaut. Und da geht es jetzt auch als nächstes hin. Das wollte ich eigentlich euch auch schon lange mal zeigen, aber
jetzt ist es Zeit daran, da mal durchzufahren. Dann ist es eigentlich so gut wie fertig. Ja, es ist her, da war noch ordentlich Baustelle. Mal sehen, wie es jetzt da aussieht. Jetzt bin ich hier mittendrin im Ressort. Ja, es ist ordentlich was entstanden hier. Die hintere Ecke war vor einem Jahr noch nicht. Da haben sie etliche hochgezogen. Aber wow, ja. Inzwischen sieht es ja toll aus. Nicht mehr so viele Baustellen, aber es ist immer noch nicht beendet. Die bauen hier schon seit circa 10 Jahren rum. Aber ich glaube, es ist ein Urlaubsparadies, weil da ist die offene Ostsee direkt. Weiter ist ein bisschen ordentlicher Strand, denn also richtig klasse. Aber natürlich ist das eine reine Touristenhochburg hier. Aber das weiß man, wenn man hier Urlaub machen möchte. Ich will auch keine Werbung machen, aber ich glaube, es ist echt wirklich ein schönes Plätzchen hier. Aber naja, wer es leiden mag, aber die Lage ist toll. Die ist richtig klasse. Also rundherum Meer. Also wenn man von der Karte oben guckt, also besser geht's ja kaum. Eins muss man dazu sagen, das Einzige, was es hier nicht gibt, sind in diesem Ressort Restaurants. Das haben sie damals als Auflage gemacht, damit die Leute nicht hier bleiben und hier ihr Geld nur ausgeben, sondern auch in die Stadt fahren nach Kappeln und da vielleicht im Restaurant essen oder shoppen gehen eher mal, als nur hier rumzusitzen und am Strand zu liegen. Ja, aber naja, vielleicht ist es jetzt ein Tipp für den Sommer, aber es ist schon recht ausgebucht hier. Chancen gibt es nicht mehr, vielleicht Ostern noch ein paar, aber wie man merkt, es ist hier richtig pustig. Also da ist natürlich die offene Ostsee und bei diesem Ostwind heute richtig extrem. Aber es geht jetzt weiter, ja, Richtung, was ist das, Süden, Richtung Damp. Auch eine schöne Strecke. Also der Ostseeküstenradweg, der führt inzwischen jetzt auch hier schon ausgeschildert hier durch. Also man kommt dann auch hier sogar vorbei. Aber naja, dann kämpfe ich mich mal weiter gegen den Wind. Ja, steife Brise hier heute. Der Ostsee ist ein bisschen aufgewühlt, aber wunderschön, Leute. Oh, herrlich, einfach nur herrlich. Thank you.
Jetzt bin ich hier mitten in Damp. Ja, und natürlich gibt es hier einen schönen kleinen Stand. Ein Crepe mit Apfelmus, den gönne ich mir jetzt. Es ist jetzt fast Halbzeit auch der Tour. Hat mich jetzt auch nicht gegen den Wind gekämpft. Ja, der pustet einen ganz schön durch. Die See hat ja nur 5 Grad, also es ist auch deswegen auch sehr kühl. Aber es geht eigentlich. Ich muss sagen, bin inzwischen schon ganz schön fit geworden, denn ich habe ja auch schon einige Kilometer dieses Jahr schon wieder geschafft. Ja, ich gönne mir jetzt diesen Crepe. Und dann geht es noch ein ganz kleines Stück, noch ein bisschen weiter an der Küste und dann zack geht's dann rüber hier über Landesinnere rüber wieder zu Schlei nach Sisebü. Naja, dann erstmal Mahlzeit. Endlich Rückenwind. Boah. Zwischen Ostsee und Schlei bin ich jetzt hier an einem kleinen Highlight, einen See, den Söbisee. Also wie es aussieht, alles privat. Aber die Natur erwacht auch so langsam. Hier ist ordentlich was los, es zwitschert, die Gänse sind in Gang. Boah, also richtig schon ein bisschen Frühling. Aber es ist echt frisch, aber es ist hier ein bisschen wärmer und schön mit Rückenwind. Es ist auch toll. Ja, also hier gibt es ja nichts zu holen, aber gleich, wenn ich an der Schlei bin, sind noch wenige Kilometer dahin. Also geht's jetzt erstmal weiter.
Wie ihr seht, bin ich wieder am Wasser, wieder an der Schlei. Und da ist das Örtchen Sisebü, ja, ein altes Dörfchen, erstmals erwähnt im 13. Jahrhundert. Die Häuser sind vielleicht noch nicht ganz so alt, aber diese vielen, vielen Rinderhäuser sind sehr schön anzuschauen. Ja, auch ein Touristenmagnet hier. Sehr schön gelegen. Ja, die Tour gerade eben war auch hier sehr schön hierhin. Schön, Rückenwind, echt klasse. Also das hat mir echt gefallen. Und der Weg geht gleich super weiter, nämlich da immer am Wasser entlang, so 2-3 Kilometer. Richtig toll. Aber ich mache hier erstmal eine Pause. Boah, ich könnte mal wieder was vertragen. Der Crepe ist schon wieder verdaut. Boah, hat richtig gut getan. Aber jetzt, ja, jetzt komme ich wieder leicht im Gegenwind. Je nachdem. Seitenwind, Gegenwind, aber egal. Bei dem tollen Wetter. Ja, gestern war ich hier auch schon. Nämlich auf der anderen Seite. Da ist Angeln, die meine Heimat. Die ist hier nur auf der anderen Seite. Ja, ich habe hier so viele Möglichkeiten, tolle Plätze anzufahren. Oh, richtig klasse. Aber naja, erstmal Pause und dann geht's weiter. Jetzt bin ich hier, Arnis, angekommen. Ja, nicht direkt, das liegt nämlich da drüben. Hier drüben ist ein anderer Kreis, das gehört nicht zur Stadt Arnis. Ja, Arnis ist die kleinste Stadt Deutschlands. Das bisschen, fast alle Häuser kann man hier sehen, das bisschen da drüben. Das ist die Stadt. Ja, wunderbares Plätzchen wieder hier. Die Fähre fährt ja nicht, aber das ist nur im Winter. Die geht auch bald wieder los. Ja, die Saison fängt ja bald wieder an. Aber auch jetzt im März. Es ist zwar kühl, aber wunderschön. Ja, ich habe so viele schöne Plätze. Das Meer, alles in der Nähe, das weiß man ja erst seit kurzem, seit 2 Jahren so richtig zu schätzen. Ja, aber leider ist auch diese Tour wieder zu Ende. Noch nicht ganz, ein bisschen habe ich noch bis Kabeln, aber viel ist es nicht. Ja, der Tag geht immer so schnell zu Ende, obwohl ich mich heute wieder überhaupt nicht beeilt habe, das genossen habe. Aber naja. Irgendwann ist es immer zu Ende. Ein bisschen habe ich noch, vielleicht kann ich noch das ein oder andere schöne Bild einfangen für euch. Also dann geht es noch ein paar Kilometer weiter. Das nächste schöne Plätzchen hier, irgendwo versteckt, kurz vor Kappeln, ja, da bin ich gleich. Ja, da wird die Hölle los sein, deswegen werde ich jetzt hier auch das Video beenden an diesem schönen Platz. Nochmal Blick auf Arnis, ach, wunderschön. Ja, das war echt ein toller Tag. Ja, man kann ja nur sagen, es war wirklich eine richtig schöne Radtour. Wow, die hat den Kopf frei gemacht. Der Wind hat also auch noch den Kopf so ein bisschen freigeblasen. Das war natürlich ein Nachteil heute, aber egal, das hat auch trotzdem sehr Spaß gemacht. Ich habe es nämlich heute sehr genossen, sehr langsam gefahren. Ich habe über 5 Stunden gebraucht für diese ein bisschen, ja, 53, ein bisschen mehr wahrscheinlich, Kilometer.
Also richtig entspannt. Hat auch wieder Spaß gebracht zu filmen. Ja, in den letzten Wochen war ich irgendwie nicht bereit dafür. Ihr wisst vielleicht warum. Ja, aber jetzt, naja, man kann ja alles nicht ändern. Es muss weitergehen. Ja, und wie es weitergeht, ja, ich hoffe bald mit einem neuen Rad. Eigentlich sollte es ja schon da sein, ich habe mal Februar gesagt. Davon bin ich schon gar nicht ausgegangen. Ja, es sind weiterhin Lieferschwierigkeiten von einigen Komponenten, so dass es sich noch alles verzögert. Es könnte sich sogar noch sehr lange verzögern. Ach, Mann, vielleicht wird das gar nicht mit der Radreise mit einem neuen Rad im Mai. Aber das werde ich dann sehen. Ja, das lasse ich auf mich zukommen. Es gibt halt Schlimmeres. Das wird auch so gehen. Ja, wunderschön, toller Tag. Ja, der Frühling ist in den Startlöchern, ja, auch wenn es heute kühl war und windig. Richtig klasse. Ich hoffe, ich konnte es heute ein bisschen rüberbringen und ein bisschen Gedanken woanders hinbringen. Für mich war es echt ein toller Tag, ich hoffe. Ja, es hat dann gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin. Tschüss.